Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen Video habe ich mal wieder ein paar XDefiant News für euch am Start. Und zwar sprechen wir heute über ein weiteres Doppel-XP-Event, neue Infos zum Netcode und den Suchen- und Zerstören-Modus. Bevor wir direkt dazu kommen, wollte ich noch einmal anmerken, dass immer noch knapp 81% von euch, die diese Videos hier schauen, nicht abonniert haben. Wenn ihr diese Videos hier also sowieso regelmäßig schaut und Bock habt, dann lasst doch jetzt gerne mal ein Abo da, denn somit verpasst ihr halt nichts mehr rund um XDefiant und unterstützt mich wirklich enorm. Nun aber zu den News und als erstes Thema für heute sprechen wir über ein weiteres Doppel-XP-Event und ja, dieses Wochenende ist es schon wieder soweit. Wir bekommen also zum vierten Mal doppelte XP, aber diesmal nur für Waffen. Starten wird das Event dann heute Abend um 19 Uhr und andauern wird es bis zum Montag um 19 Uhr. Ich finde es echt krass, dass wir jetzt weiterhin jedes Wochenende ein Doppel-XP-Event bekommen haben und das zeigt, denke ich, relativ eindeutig, dass wir diesbezüglich in Season 1 Änderungen bekommen werden. Für alle die mein vorletztes News-Video dazu nicht mitbekommen haben, dort haben wir ja bereits darüber gesprochen, dass die Entwickler das Leveln verändern möchten, sodass man Aufsätze schneller, aber Tarnungen bzw. Skins langsamer freischalten sollte. Des Weiteren hat Mark Rubin nochmal ein wenig über das Update vom Mittwoch gesprochen und einiges klargestellt. Ich habe dazu ja auch schon ein ausgiebigeres Video gemacht, in dem ich darüber gesprochen habe, wie gut das Update wirklich ist und da muss ich einfach sagen, dass es nicht gerade ganz so gut wie erhofft war. Der Nerf für Sniper war vielleicht ganz okay, aber der Nerf für Movement und der kleine Netcode-Fix waren in meinen Augen nicht sehr gut und mit dieser Meinung bin ich auf jeden Fall auch nicht alleine, denn die meisten anderen Leute sind genau derselben Meinung. Mark Rubin hat nun jedoch nochmal einen Tweet gemacht und speziell über den Netcode gesprochen. Er sagt, dass es kein übermäßig krasser Fix sein sollte, aber er dennoch dafür gesorgt hat, dass man nun mit einer geringeren Chance ein Problem mit dem Hitrack oder Netcode bekommen sollte, also es einfach nicht mehr ganz so oft Probleme geben sollte. Und sie selbst haben durch dieses Update wohl wirklich einen soliden Fortschritt in ihre Daten sehen können. Wir persönlich haben es vielleicht noch nicht so wirklich bemerkt, aber der Netcode scheint somit also wirklich ein gutes Stückchen besser geworden zu sein. Außerdem hat er nochmal über die Definition von Netcode und Hitrack gesprochen, das schon sehr oft vorkommt, dass Leute sich in gewissen Situationen über den Netcode beschweren, obwohl sie zum Beispiel hinter einer Wand gestorben sind, durch die man hindurchschießen kann oder man einfach eine schlechte Connection hat. Der Hitrack bedeutet also, dass man Hitmarker an Gegnern macht, aber deren Healthbar nicht runtergeht. Ich persönlich merke das tatsächlich aber nur ganz selten, also nur mal wenn ich snipe, ansonsten habe ich sowas tatsächlich fast gar nicht. Und der Netcode sorgt halt einfach dafür, dass man um Ecken stirbt und sicher nicht durch Brandmunition oder wie schon gesagt Wallbang. Ich denke, einige hatten da bislang speziell beim Hitrack nicht wirklich Ahnung, worum es dabei ganz genau ging, beziehungsweise haben es einfach sehr oft verwechselt. Außerdem wollte ich mal anmerken, dass der Kanister auf dem Rücken der Cleaner-Fraktion kein Teil der Hitbox ist. Viele dachten nämlich wirklich, dass er Teil der Hitbox ist und dachten somit öfters, dass es ein weiteres Problem mit der Hitrack ist. Mark Rubin bestätigt das Ganze auch nochmal so und sagt darüber hinaus auch noch, dass jeder Charakter die exakt gleiche Hitbox hat. So oder so werden sich die Entwickler weiterhin um den Netcode kümmern, um ihn hoffentlich in nicht allzu ferner Zeit vollständig gefixt zu haben. Des Weiteren kam auch noch eine Frage zum Thema Custom Lobbys auf. Bislang haben wir da ja nur den Übungsraum, aber diesen können wir nur alleine, also ohne Mates betreten und so etwas wie Bots oder so können wir da halt auch nicht einstellen. Mark Rubin sagt dazu, dass die Private Lobbys bereits in Arbeit sind, aber einen festen Zeitpunkt kann er uns da leider noch nicht nennen, aber früher oder später werden die Private Lobbys dann auf jeden Fall mal kommen. Als nächstes geht es um einen ziemlich gewünschten Modus der Community und zwar Suchen und Zerstören. Wir kennen Suchen und Zerstören ja bereits aus COD und zwar ist es halt ein sehr taktischer Modus, in welchem jeder pro Runde nur ein Leben hat und ein Team eine Bombe platzieren muss. Dieser Modus war ja schon länger ein Modus, der in XDefiant geplant war, er wurde aber nicht für Season 1 angepeilt, da man im Trailer eben auch nur Team Deathmatch und Capture the Flag sehen konnte. Mark Rubin hat sich nun auch nochmal dazu geäußert und gesagt, dass Suchen und Zerstören aka Bomb, so heißt es halt in XDefiant, ursprünglich für eine spätere Season angepeilt war. Nun haben sich die Pläne diesbezüglich jedoch geändert und sie planen ihn doch noch früher zu bringen, da sich die Community diesen Modus wirklich sehr wünscht. Er sagt jetzt nicht genau, wann Suchen und Zerstören genau rauskommen wird, aber er sagt, dass es im nächsten XDebrief, welches am 1. Juli, also einen Tag vor dem Start von Season 1 stattfindet, mehr Infos dazu geben wird. Am 1. Juli wird es aber allgemein auch alle möglichen Infos zu Season 1 geben. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ein Suchen und Zerstören somit bereits in Season 1 erwarten wird. So, und das waren soweit auch wieder alle News für heute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es der Fall war, würde ich mir auf jeden Fall noch sehr über eine Bewertung freuen und lasst mir wie immer gerne auch Feedback zu den heutigen Themen unten in den Kommentaren da. Was sagt ihr zum Netcode? Findet ihr, der Netcode ist mittlerweile schon etwas besser geworden oder findet ihr immer noch, dass er eine Katastrophe ist? Ansonsten bedanke ich mich noch fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.